Kommt der jetzt? Ja. Ich glaube, er kommt. Ab in die Hecke? Ja. Ich passe nicht in die Hecke, ich bin zu fett. Nein. Klein Angel möchte bitte aus dem Labyrinth abgeholt werden. Hallo, ja, wo bist du denn? Was, wie du hier durchsprintest? Klar, ich habe Eier. Nice. Oh, du stehst neben mir. Oh, mein Puls. Vor allem, als ich gerade dir die Chemikalien da noch angesagt habe, ist es direkt neben mir aufgetaucht und hat da irgendwie rumgestampft. Ich dachte, jetzt erwischt es mich noch. Oh Mann, ey. Gott sei Dank hast du was zum Schreiben. Aber hier, gut kombiniert und alles, ne? Aber gefällt mir bisher ganz gut eigentlich, das Spiel. Also, es ist ganz nice. Auch dieses, dass es halt hier wie so ein Level-System aufgebaut ist, ne? Dass du halt einen Bereich nach dem anderen clearen kannst, ist eigentlich auch ganz cool. Ja. Meine Lampe hin. Haben wir jetzt wenigstens wieder neue Leben? Jetzt haben wir wieder 10, ja. Ja, weißt du das? Wer weißt du das? Ach, da oben, verbleibende Leben. Ja, okay. Das ist sehr gut. Aber dann ist es wahrscheinlich so, dass wenn man alle 10 verbraucht hat, dass man dann halt das Level nochmal neu spielen muss. Geht eigentlich. Was ist das hier so? Da hinten brennt ein Feuer? Ich bin irgendwie kein Fan von dieser Lampe, ne? Ich finde die. Ich auch nicht. Die Weitsicht ist so schlecht. Bloß nicht auf dem Weg bleiben, ne? Das wurde mir schon in Zelda zum Verhängnis. Na, da stand, erkunde den Wald. Das wird schon. Spring mal rein, hier. Kann man dein Leben verlieren? Mhm. Und? Ja, es wird ein bisschen warm ums Gemächt, aber ansonsten geht's eigentlich. Nee, passt. Wenn ich so an mir unterschaue, dann sieht es aus, als würde mein Gemächt brennen. Nee, das ist allerdings richtig. Spiegelei. Oh, das ist Lilanes, das Loot. Sag mal. Oh nee, warte mal, falsches Spiel. Hä, hey, was ist das? Aber das ist wirklich lila, ne? Ist das, ja, ist das Rauch oder was soll das sein? Weiß ich nicht, aber es flüstert. Das steht XX. Durchgestrichen. Das X markiert den Spot. Wahrscheinlich klatscht dir irgendwas gleich von oben von dem Baum runter. Wir haben ein feuerfestes Gemächt. Ich weiß ja nicht. Meinst du, wir haben so einen Lendenschurz an, Seib? So aus Metall? Oh mein Gott. Ja, ich. Da hinten ist was und es leuchtet und was kann es? Es sieht eigentlich wunderschön aus. Ich finde schon sehr, dass man hier in Stimmung Digi, kommt. Digi, da kommt was auf uns zu. Hä? Ich war noch bei dem brennenden Gemächt. Was machst du? Siehst du es nicht? Da leuchtet was. Ich bin ganz, ich hab dich verloren. Ich weiß nicht, wo du bist. Du warst doch gerade über mir. Ich hab dich doch da oben gesehen. Warte, jetzt bin ich wieder da. Ja, guck mal da hinten. Warte. Okay. Wo? Hä, da ist gar nichts. Das sind einfach nur Laternen. Das ist auch derweil einfach da mal kurz in meinen Stream schauen, wenn ich sowas sag. Achso, sorry. Leucht mich nicht spontan an, das irritiert mich. Really? Was ist da nach hinten? Es sah aus wie eine fliegende Lichterkette, sah es aus. Sogar die Wand angesprungen? Ich dachte, da kann man. Ja, falsches Spiel, I'm sorry. Ich glaube, da hast du mal gesessen. Was zur Hölle? Ist es dreist? Weißt du, sonst ist es schon immer so ein bisschen unterschwellig, aber so direkt. Krass. Was ist denn aus dir geworden? Around the house. Haben wir auch zugehört, was sie gesagt hat? Nee. Musik, schön. Finde ich genau den perfekten Zeitpunkt, Musik zu spielen. Sie hat mich nicht gerade fett genannt, das war mehr als fett, Seib. Also, die Dreistigkeit zu besitzen, auf eine Bank zu zeigen, die zerbrochen ist und sagen, hier bist du mal gesessen, das ist schon. Das muss man auch erstmal schaffen. Ich glaube, im Nebenraum ist was.
War vielleicht nicht so schlau, das anzumachen. Oh, das warst du. Ich fühle mich hier Hast drin, du dich mal gesagt, gehört, wie das klingt, wenn du über diese Dielen läufst? Dir ist schon klar, dass wir der gleiche Dude sind, oder? Du bist genauso ein Elefant. Ja. Wie es gerade wieder versucht hat, ne? Wahnsinn. Was? Guillaume sieht aus wie eine Art Schriftsteller. Wieso sieht dieses Bild denn jetzt aus wie ein Schriftsteller? Könnte auch ein Architekt sein. Alles gut? Herzlich willkommen, Katakombenjäger. Jäger? Jäger. Dankeschön für dein Follow aus dem Lurk raus. Und willkommen im Trupp. Mich hat mein eigener Sound erschreckt. Ihr hört ihn ja nicht, aber ich höre ihn. Und mich hat er gerade übelst erschrocken. Den Alert. Ich weiß nicht, warum er nicht durchgeht, aber bei mir, der fängt so ganz unten mit dem Bass an. Und ich dachte gerade, es kommt irgendwas gerannt. Oh. Ich glaube, wir sind hier nach wie vor recht safe hier drin. Immer wenn du das sagst, passiert gleich irgendwas. War hier nicht auch noch ein das Bild? Stimmt. Da? Oh, das kann ich nicht anfassen. Komm, der sieht doch bestimmt aus wie ein Maler. So. Hier ist jede Tür verschlossen. Du hast ihn gehört, aber ganz leise. Vielleicht habe ich die nur nicht laut genug. Ich drehe mal hoch. Na, beim nächsten Mal werden wir es merken, ob euch die Ohren wegfliegen. Oh. Aber dann ist er doch für dich auch wieder laut, oder? Nee, bei mir geht er über eine andere Spur. Ich weiß es gerade nicht. Also ich habe keine Ahnung. Hier ist alles verschlossen. Hier gibt es 3 Türen, die zu sind. Mir wurde gerade ins Ohr gehaucht. Hä? Geh mal hier hinter. Komm mal her, bei dir triggert das bestimmt auch noch. Und? Nee. Aber es kann sein, dass ich gerade eben hier schon stand und es irgendwie überhört habe oder so. Oh, wie bei Phasmophobia, so. Hier ist nichts in dem Haus. Ich glaube, wir sind hier nicht so ganz richtig. Doch, oder wir sind hier bestimmt richtig. Warst du hier schon überall? Ich habe mich umgeguckt, ja, aber mach ruhig nochmal. Ich sehe auch nicht alles. Finde den Weg auf den Dachboden. Oh, ich habe einen Schlüssel. Grüß, Süße. Wie, du hast einen Schlüssel? Ja, war ein Schlüssel. Ach komm. Hast du die aufgemacht? Ja. Oh, da war ein Schlüssel drin. Really? Den habe ich nicht gesehen. Ich habe jede Schublade reingeschaut. Machst du das? Sag mal, habt ihr Spaß dran, mir aus dem Lurk zu folgen? Hat man das jetzt gehört, Seb? Ich glaube nicht. Dankeschön, Dankeschön, Yagatai Khan. Danke auch dir für den Follow aus dem Lurk und willkommen im Trupp. Ich stehe voll neben mir. Übrigens hier, der hier auch redet, den findet ihr auch. Der ist verlinkt in meinem Titel. Der spielt auch gerade live auf Twitch. Immer Co-op-Action hier. Hast du gerade dieses Ding angeschaltet? Ich wollte gerade sagen, willst du die Musik nicht vielleicht wieder ausmachen? Das ist vielleicht. Ich habe da nichts gemacht. Ich weiß auch nicht, wo die herkommt. Die kommt von da hinten. Da, jetzt an dann. Wir sind übrigens Anfänger in dem Spiel. Oh. Das war etwas lauter. Ich glaube, ich drehe das. Okay, ich drehe das nochmal höher. Mal schauen. Aber man kann ja immer nicht wissen, wie laut die Alerts sind bei den Leuten, ne? Nee. Ich hab keine Eier. Tschüss. Hä? Hallo? Hier war doch gar nichts. Doch, es hat wieder gehaucht. Bei mir hat's geknarzt. Hallo, Katakomben. Wenn du schon so einen Namen hast, kannst du dieses Spiel wahrscheinlich schon. Und das ist so voll dein Genre. Ja, was das für eine fette Tür ist. Das stimmt allerdings. Das hast du sehr gut beobachtet. Was? Die sind voll echt hier, diese Leute. Als wäre das ein echtes Bild. Nicht schon wieder.
Oh mein Gott. Wahrscheinlich müssen wir hier wieder einen Schlüssel finden, oder? Haben wir noch ein Ziel? Finde so einen. Jetzt die Musik nee. Wieder an. Kann man aber die ist spülen? Hier oben. Jedes Spiel, in dem man nicht spielen kann, ist ein schlechtes Spiel. Wir haben, heute angefangen. Schubladen. Wir haben jetzt ein Level geschafft mit diesen Siegeln. Und jetzt sind wir hier und wir sind mega angespannt. Das ist voll laut. Ich glaube, ich habe gerade einen Schlüssel gefunden. Ach, das bist du. Wieso war denn die Tür jetzt hinter dir zu? Ich weiß nicht, ich glaube, das Spiel will uns hier irgendwie triggern. Ich gehe jetzt die Musik ausmachen. Ich habe Eier, ich gehe jetzt die Musik ausmachen. Aber die ist hier oben, ne? Die ist nicht unten? Nein, die ist unten. Ach so, okay. Aber es hat gerade auch wieder gehaucht. Also es sieht wirklich so aus, als wäre hier irgendjemand. Da draußen läuft die Lichterkette wieder rum. Hast du jetzt in meinen Stream geschaut? Jetzt hat er sie wieder angemacht. Geh doch weg! Kannst du einfach da unten... Pass auf, ich spiele jetzt hier das Level durch und du bleibst einfach... Oh Gott, das warst du. Oh. Kannst du einfach da unten stehen bleiben und ich spiele das hier durch? Ich glaube, sag mal... Das war doch hier ein Schlüssel, den ich da gefunden hatte, oder? In der Schublade. Ja. Ja, den habe ich mitgenommen. Okay. Hast du das auch gerade gehört? Aber es hat gerade ein Kind geschrien, irgendjemand hat gehaucht. Es hat ein Kind geschrien. Nee, ich meine wirklich ein Kind. Das war es nicht du, das war in-game. Nee, ich glaube, das... Ich weiß nicht. Das könnte auch ich gewesen sein. Mein Schrei war ein bisschen anders. Die Musik nervt. Soll man die wieder anmachen? Katakomben, ist das ein Hinweis von dir? Hier, Marv, magst du nochmal den Multi reinhauen? Ich weiß nicht, ob du schon gemacht hattest. Hände waschen nicht vergessen. Er ist überbewertet. In solchen alten Häusern ist eh egal. Fass da einmal die Tür an, ist schon wurscht. Du warst doch vorhin ums Eck, oder? Ich weiß nicht, ich glaube, du spoilerst gerade so ein bisschen aus deinem echten Leben. Hallo! Mann, hier muss doch irgendwo... Also ich peil's nicht, hier kann man nirgends weitergehen. Ja, und warum geht die Musik jetzt nicht wieder an? Jetzt sitze ich hier unten im Dunkeln und habe überhaupt keinen Sinn. Ich komme jetzt wieder hoch. Ah, ach so, warte mal, ich habe ja den Schlüssel gefunden. Vielleicht ist das ja, unten waren ja auch noch zwei verschlossene Türen. Oh vielleicht Gott. Ist das ein Schlüssel. Oh Gott. Was? Oh, mein Leben ist klar. Das ist die Musik wieder an. Diese Alerts bringen mich um. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ist aber echt krass, ne? Wie das im Discord wirklich null überträgt von deinen Geräuschen nach wie vor. Ist echt ein bisschen schade. Hörst du das nicht? Das Schreien und keine Ahnung? Ich krieg wirklich gar nichts mit ich hier von Angst, dem, was dass du die machst. Nachbarn noch runterkommen und fragen, ob alles in Ordnung ist. Dankeschön, Katakom. Dankeschön für dein Abo. Liebe geht raus. Oh. Wieso ging dann die Musik wieder an? Komm, ist man 3 Meter weg, geht die Musik wieder an. Wo ist die Lichterkette? Musst du kurz einen Kopfhörer rausnehmen, weil ich auf mein Leben nicht klarkam. Normalerweise spiele ich auch mit mehr Licht, nur jetzt für Horrors Licht aus. Ich habe in der Zwischenzeit unten eine Tür aufgemacht und noch einen Schlüssel gefunden. Sehr gut. Ich bin auch da. Einmal Kopfstand machen, dass das Herz wieder aus den Zehen hochrutscht, ja. Puh.
Oh, leck. Ich hab aber auch die Alerts, habe ich aber auch so mega laut auf den Ohren. Hier ist auch noch eine Tür. Hast du die schon mal geguckt? Ja, ist immer noch zu. Anscheinend kommt man jetzt immer mit einem neuen Schlüssel in den neuen Raum, findet dann wieder einen Schlüssel. Jetzt müssen wir wieder hoch wahrscheinlich. Komm mal mit. Du sagst das so gelangweilt. Irgendwie müssen sie das Spiel hier programmieren. Ah, hier, jetzt geht's jetzt rein. Ja, ich schau mich nur um. Du machst das ja eh ohne mich. Nee, alles gut. Wie gesagt, ich finde das Spiel richtig cool. Es ist wirklich spannend. Also, ja, das klingt jetzt... Betonung üben wir nochmal. Hast du noch einen Schlüssel? Nee, jetzt habe ich keinen mehr. Kannst du mal da in die Schubladen schauen? Kann ich nicht, die sind verschlossen. Okay. Lichterkette? Lichter... Oh, Baby! Das ist weird. Hier haben wir jetzt gar nichts gefunden bisher, oder? Da hatten wohl zwei Leute die gleiche Idee. Selbst das wären fünf Erschrecker gewesen. Fünf Erschrecker. Gott, ey, ich schmeiß meine Maus gegen die Wand. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Versteck dich! Wo denn? Weiß ich nicht. Mach die scheiße Lampe aus! Ah, der läuft, glaube ich, draußen rum, ne? Weiß ich nicht. Das ist die Lichterkette, der läuft draußen rum. Ah, alles easy. Sag mal, was willst du immer mit dieser scheiß Lichterkette? Hast du denn diese Lichterkette noch nicht gesehen? Nein!